Hallo und herzlich willkommen. Vor mir steht mein bisher auf Reisen genutztes Kochsystem, bestehend aus einem großen Topf, zwei Schüsseln und zwei Trinkbechern. Wie man sieht, ist alles ziemlich groß und sperrig, sowie mit ca. 2 Kilo auch recht schwer. Und da ich in meinem Minicamper sowohl Platz, aber auch Gewicht sparen möchte und auch will, habe ich mich mal auf die Suche gemacht, im Internet und bei Zubehörhändlern, was es auf dem Markt so gibt und womit und wodurch man Platz und Gewicht im Minicamper sparen könnte, ohne jedoch etwas an Zubehör vom Kochsystem zu verlieren. Ich bin und war mit dem Ziel an die Suche gegangen, dass mein neues Kochsystem, wenn es geht und es auf dem Markt was gibt, gleich viel Volumen haben sollte oder nur, wenn es mich überzeugt, gering weniger. Das Ergebnis meiner Suche möchte ich in diesem Unboxing-Video vorstellen. Vor mir ist nun noch im Karton eingepackt mein neues Kochsystem. Es ist ein XZ31 der Firma C2Summit. Packen wir es mal vorsichtig aus, um es uns anzuschauen. Ja, wie man sieht, ist es gleich wesentlich kleiner als mein bisher genutztes Kochsystem und es fühlt sich extrem leicht an. Dieses Kochsystem der Firma C2Summit besteht aus einem 2,8 Liter Kochtopf, zwei Schüsseln sowie zwei Bechern und soll laut Hersteller nur 700 Gramm wiegen. Es ist kompakt zusammengebaut, noch, aber man kann es ratzfatz auseinandernehmen. Das sind die Schüsseln, also eine davon, der passende Trinkbecher, noch ein Trinkbecher, die zweite Schüssel und der 2,8 Liter fassende Kochtopf. Sehr praktisch und sehr platzsparend, muss ich sagen. Was der Clou daran ist, ist dieser Deckel, den man gleichzeitig auch zum Abgießen von Wasser nehmen kann. Wie man sieht, sind hier Löcher drin. In einem späteren Video werde ich dann mal zeigen, wie man mit diesem Set kochen tut. Wenn ihr Fragen zu diesem Video habt, so schreibt mir eine Nachricht oder hinterlasst einen Kommentar bei diesem Video.